Und wir blicken auf die Ergebnisse gestern im Achtelfinale. Hat Hoffenheim gegen Freiburg 1:4 verloren. Dann gibt es die Hertha, die unterlag Union Berlin im Stadtduell mit 2:3. Und RB Leipzig gewinnt gegen Rostock 2:0. Das sind die Ergebnisse von gestern. Und da wird es die Auslosung demnächst geben. Und die nächste Runde wird dann im März gespielt werden. Jetzt gibt es noch eine traurige Nachricht von mir. Denn einer der bekanntesten Fußballer im Osten Deutschlands ist tot. Dixi Dörner, Hans-Jürgen Dörner, war der Beckenbauer des Ostens, schon längst aufgenommen in der Hall of Fame des Fußballs. Und tatsächlich ist er im Osten deswegen eine Legende, weil er bei Dynamo Dresden gespielt hat, mehrfacher deutscher Meister gewesen ist dort und vor allen Dingen in 558 Spielen für Dynamo 101 Tore erzielt hat. Wir erinnern an diesen Mann. Hans-Jürgen Dixi Dörner war einer, wenn nicht sogar der größte Künstler, den der Ostfußball erleben durfte. Für ihn gab es immer eine spielerische Lösung. Deutschlandweit bekannt wurde er mit den legendären Europacup-Duellen zwischen Dynamo Dresden und Bayern München. Aus dieser Zeit stammt sein zweiter Beiname, der Beckenbauer des Ostens. Ja, ich glaube, er war stolz drauf. Ja, und er hat diese Auszeichnung oder diesen Titel auch zu Recht gehabt. Er war ein Ästhet, er war ein super Techniker. Und insofern hat er sich schon deutlich abgehoben von anderen Mitspielern. Aus Görlitz stammend wurde Dixi Dörner mit Dynamo Dresden fünfmal DDR-Meister, fünfmal Pokalsieger, dazu 100 Länderspiele, dreimal Fußballer des Jahres und der Olympiasieg 1976. Die Niederlage gegen Bayer Uerdingen bedeutete für ihn 1986 das Ende seiner aktiven Laufbahn. Nach der Wende war Dörner erst als Trainer beim DFB, später bei Werder Bremen tätig. Gut, ich gebe zu, ich bin ein sehr ruhiger, aber für meine Begriffe sachlicher Typ. Und was das Wichtigste ist, ich bin in meiner Arbeit also sehr ehrgeizig und ich kann schlecht verlieren. Gestern verstarb Dixi Dörner nach langer, schwerer Krankheit nur wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag.